Herzlich willkommen zum Lesezeichen der Veranstaltung vom House of One, die einmal im Monat stattfindet. Herzlich willkommen Ihnen hier im Saal und Ihnen, die digital zugeschaltet sind. Wir sind noch nicht im House of One. Das House of One steht noch nicht, aber es arbeitet schon. Es wird daran gearbeitet, es wird gebaut. Und solange es noch nicht bewohnbar ist, treffen wir uns hier im Schleiermacherhaus. Das ist ein altes Barockpalais mitten in Berlin. Wir sind hier zu dritt. Mein Name ist Gregor Hoberg, ich bin Pfarrer im House of One. Und der Rabbiner Andreas Nachama, der lässt sich entschuldigen, der ist heute auf einer anderen Veranstaltung, wird dort gebraucht. Und unser Imam aus dem Präsidium, Kadir Sanchi, lässt sich auch entschuldigen, er ist erkrankt. Aber wir sind trotzdem zu dritt, Vertreter der drei Religionen, Judentum, Christentum und Islam. Und die beiden an meiner Seite werden sich jetzt selbst vorstellen. Ich freue mich außerordentlich, dass ich den Rabbiner heute hier abends vertreten darf. Mein Name ist Esther Hirsch. Ich bin auch im House of One tätig, und zwar jüdisch-theologische Referentin. Und außerdem bin ich noch Kantorin in der Gemeinde Sukkat Shalom, der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Und heute Abend werde ich über das Thema Licht aus der jüdischen Perspektive berichten. Schönen guten Abend. Mein Name ist Osman Örs. Ich bin selber ebenso theologischer Referent bei der Stiftung House of One, mittlerweile schon im achten Jahr und darüber hinaus ebenso in meiner Gemeinde verortet vom Forum Dialog und der Ismet-Gemeinde hier in Berlin. Genau, und ich habe heute die Ehre, meinen Kollegen Kadir Sanchi zu vertreten und werde aus der islamischen Perspektive das Thema Licht nochmal aufgreifen. Ja. Dann gehen wir gleich ans Eingemachte. Von der Finsternis zum Licht. Hell- und Dunkelmetaphern in den Religionen ist unser Thema. Und wir erzählen davon, was in unseren Traditionen darüber zu finden ist und was unsere heiligen Schriften dazu sagen. Und es beginnt chronologisch Esther Hirsch für das Judentum. Ich habe auch gleich was mitgebracht. Vielleicht wird der eine oder andere von Ihnen es erkennen am Originaltext. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et ha'aretz v'ha'aretz hayta tohu v'bohu v'choshech al pnei tehov v'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim v'yomer Elohim yehi or v'yehi or וַיָּרֵא אֱלֹהִים אֶת הָאֹר כִּי טוֹב וַיַּבְדֵל אֱלֹהִים בֵּין הָאֹר וּבֵין הַחֹשֶׁךְ וַיִּקְרָא אֱלֹהִים לָאֹר יוֹם וּלַחֹשֶׁךְ קָרָא לַיְלָה וַיִּיהִי עֶרֶב וַיִּיהִי בֹקֶר יוֹם אֶחָד. Jetzt musste ich gleich mal ein bisschen lächeln, weil ich schon auf die Zeit achten muss, wenn ich hier schon so ausufernd anfange. Wer es nicht sofort erkannt hat, das war der erste Tag der Schöpfungsgeschichte. Und ich glaube, vorher kann man nicht beginnen mit dem Begriff Licht, denn das ist der Anbeginn aller Zeiten. Und für die, die nicht sofort jedes Wort verstanden haben, lese ich nochmal die deutsche Übersetzung. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war öd und wüst. Und Finsternis auf der Fläche des Abgrundes, und der Geist Gottes schwebend über der Fläche der Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah das Licht, und es war gut. Und Gott schied zwischen dem Licht und der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es ward Abend, und es ward Morgen, ein Tag. Das heißt, die ganze Geschichte, ich will gar nicht sagen Menschheitsgeschichte, weil von Menschen ist hier noch gar nicht die Rede, beginnt schon mit Finsternis und Licht in der Reihenfolge. Finsternis und Licht. Und das Bemerkenswerte daran ist, dass wir den Begriff Licht natürlich als erstes mit Beleuchtung wahrscheinlich verbinden, dass wir gut sehen können. Aber wenn es hier um Licht geht und um Finsternis, müssen wir natürlich die restlichen Schöpfungstage kennen. Und das Licht selber, Tag und Nacht, Sonne, Mond und Sterne, kommen erst am vierten Tag.
Das heißt, wir sprechen hier noch gar nicht von Sonnenmond und Sternenlicht, sondern wir sprechen von dem Begriff Licht im Gegensatz zur Finsternis. Und das bedeutet natürlich nicht nur, dass es Licht war, dass es hell war, dass man was sehen könnte, denn wir haben gemerkt, in der Finsternis war öd und wüst. Wir sprechen hier ja in Bildern. Nichts ist eins zu eins, sondern wir müssen uns vorstellen, die Schöpfungsmaterie war schon da und innerhalb der 7 Schöpfungstage, die unwahrscheinlich 7 Tage waren, sondern eine Reihenfolge, eine Ordnung, dass hier die Dinge geordnet wurden, aber dass das Licht erst an einem anderen Tag seine Bedeutung bekam, nämlich mit Tag und Nacht. Wir wissen ja auch alle, das Licht ist nie weg. Tag und Nacht heißt ja nicht hell und dunkel, sondern das ist ja immer nur für eine Hälfte der Fall. Das heißt, das Licht ist ohnehin überall und immer da. Und das wird hier auch völlig klar. Das Licht ist da und die Finsternis ist da. Es sind 2 Komponenten, die es einfach gibt. Und das ist natürlich eben sehr schön, dass wir dann eben später Begrifflichkeiten haben, die Sonne, die den Tag regiert, und der Mond und die Sterne, die die Nacht regieren. Also es ist auch als Regierung, das heißt, die eben dafür sorgen, dass es hell und dunkel wird. Aber Licht und Finsternis gibt es immer. Und damit ist für die meisten klar, dass es sich hier nicht eben um die Beleuchtung alleine handelt, sondern eben das Licht, das wir benötigen. Und das Licht, das wir benötigen, gibt es in ganz vielen Varianten wieder, nämlich was ja auch in unserer Sprache und in allen Sprachen, nehme ich an, wieder vorkommen wird, dass wir mit Licht, wenn wir im Licht gehen, sind wir auf dem richtigen Weg. Und wenn wir im Licht stehen, dann handeln wir recht. Und da haben wir eben auch wieder die gleiche Begrifflichkeit, die sich durch die jüdische Glaubenswelt zieht. Wenn wir auf dem rechten Weg gehen, dann befolgen wir die Halacha. Und die Halacha ist das jüdische Recht, nach dem wir leben. Die Rechtsprechung in dem Sinne, dass nicht einzelne Rechtsverse, sondern die Auslegung der Gebote und wie man sich daran halten kann. Und das bedeutet im wörtlich übersetzt der zu gehende Weg. Und den Weg gehen wir immer nur, wenn wir im Licht stehen. Wenn wir diesen Weg verlassen, werden wir nicht mehr im Licht gehen. Und das bringt ja auch unsere Sprache so mit sich. In diesem Lichte hat es sich auch ergeben, dass wir im Tempel, sowohl im ersten als auch zweiten Tempel in Jerusalem, gab es ein Licht. Und dieses Licht diente nicht dazu, den Tempel gut auszuleuchten, sondern es ist nicht zweckgebunden. Das heißt, viele Dinge werden ja nicht erklärt, sondern wir müssen uns selber überlegen, was könnten sie für uns bedeuten. Und dieses Licht hieß, wir kennen es wahrscheinlich alle, Menorah. Die Menorah brannte im Tempel und hat Licht gespendet. Und es waren 7 Arme und die 7 war immer ein Zeichen für vieles. Man kannte damals 7 Planeten schon. Man hatte die 7 Tage in der Woche, also es war immer mit Zahlen, wurde viel gespielt, aber dieses Licht hatte keinen Sinn, keinen praktischen Sinn, sondern war das Licht, das da war. Und so haben wir es auch, das Licht in viele Rituale übernommen, ohne, beziehungsweise besonders dafür auch, dass wir sie nicht für Arbeitszwecke gebrauchen. Das Licht hat in Ritualen eine besondere Bedeutung bekommen und das sehen wir jede Woche am Schabbat. Wir beginnen den Schabbat mit einer bestimmten Zeremonie und das allererste, was dazugehört, ist Schabbatlichter zu entzünden. 2 Schabbatlichter und die sind nicht dazu da, damit wir gut lesen können, sondern oder gut nähen, stricken, sticken. Genau das soll man ja nicht tun am Schabbat, das gehört zu den verbotenen Tätigkeiten, denn man soll ja ruhen, wie es auch schon in der Tora steht, am 7. Tage sollst du ruhen. Das dient wirklich der Erholung, der Familie, alles, was man weitestgehend unter Erholung versteht. Das heißt nicht den profanen Arbeiten. Und dafür entzünden wir diese 2 Schabbatkerzen, Hüte und Gedenke des Schabbat. So steht es in der Tora in 2 verschiedenen Fassungen und deshalb sind es 2 Lichter. Wenn der Schabbat zu Ende ist, von Freitagabend bis Samstagabend, das haben wir im Übrigen auch gehört, warum der Schabbat am Freitagabend beginnt, wie alle anderen Tage auch. Ein Tag beginnt am Abend und nicht mit dem Sonnenaufgang am Morgen. Es war Abend, es war Morgen, ein Tag.
Das heißt, die Schöpfungsgeschichte erzählt uns schon, die Tage beginnen am Abend. Deshalb beginnt auch der Schabbat am Abend. Und so wie wir ihn am Freitagabend zu Sonnenuntergang begrüßen, verabschieden wir ihn auch wieder am Samstagabend. Und das auch mit einer Zeremonie und nicht indem wir die Lichter ausblasen, sondern indem wir wieder eine Kerze entzünden. Und zwar eine Haftalah-Kerze. Haftalah kommt von dem Wort trennen, Havdel. Und wir trennen wieder den schönen Schabbat, den arbeitsfreien Schabbat von der profanen Woche, von den profanen Werktagen. Und die Haftalah-Kerze ist eine geflochtene Kerze, die mit sehr vielen Dochten bestückt ist, damit es ein großes Feuer, ein großes Licht gibt. Man darf wieder Feuer benutzen nach Schabbat. Aber es ist eben auch das Licht, das uns durch den Schabbat getragen hat. Es sind die Wohlgerüche, wir haben auch Kräuter dabei und Wohlgerüche. Es ist das Schöne, das Helle, was uns durch den Schabbat getragen hat und was wir jetzt in die Erinnerung mitnehmen und so mit in die profane Woche wieder einleiten wollen. Und da wollen wir natürlich möglichst viele Gedanken mitnehmen, um die Zeit bis zum nächsten Schabbat wieder durchzuhalten. Ist ja nur einmal der Woche. Und so kommt es, dass eben viele Feste und viele Rituale mit dem Licht handeln, weil jeder weiß es, wer mag schon im Dunkeln sitzen, wer mag gerne die dunkle Jahreszeit. Ja, wenn Schnee kommt, sehr schön, aber insgesamt blüht alles auf und auch wir und wir freuen uns eben auf die lichte Jahreszeit. Wir haben natürlich noch viele Relationen, das wird sich bestimmt auch gleich klären, denn ich glaube nicht, dass Herr Hoberg Weihnachten auslässt. Und da gibt es natürlich auch bei uns eine Entsprechung in der dunklen Jahreszeit mit Chanukka, was ja noch gar nicht so lange her ist, wo auch Lichter entzündet werden, die zwar eine bestimmte Geschichte haben, aber natürlich hat es immer eine Bedeutung, wenn wir Lichter in der Dunkelheit entzünden, weil es eben in dieser dunklen Jahreszeit uns einen bestimmten Hoffnungsschimmer gibt, weil es uns durch die dunkle Jahreszeit kommen lässt. Und auch diese Lichter sind ausdrücklich nicht für die Arbeit bestimmt. Das heißt, sie sollen nur mental für uns sein. Und nun bin ich ganz gespannt, was es jetzt für Brücken geben wird in den Islam und ins Christentum. Und ich bin auch ganz gespannt. Ich hoffe, Sie haben sich, wenn Sie Fragen haben, alle gemerkt, damit wir noch die anderen Seiten hören können. Ja, vielen Dank, Frau Hirsch. Und wir machen es so, wie wir es eingeübt haben. Wenn es jetzt direkt Verständnisfragen gibt zu dem eben Gehörten, zu den jüdischen Traditionen, dann können die jetzt gestellt werden. Und ansonsten die Diskussion zu allem Gehörten eröffnen wir dann, wenn alle drei dran waren. Aber Verständnisfragen kam auch jetzt Raum. Hat jemand eine direkte Rückfrage? Ja, bitte. Mir ist noch nicht ganz klar. Bitte ins Mikro, dann können auch andere die Frage hören. Mir ist noch nicht ganz klar, weshalb jetzt genau der Tag mit dem Abend beginnt. Ich rechne jetzt 24 Stunden, also der Abend beginnt, die Nacht folgt und dann dämmert der Morgen und der nächste volle Tag beginnt bis zum nächsten Abend. Warum sagt man jetzt im Jüdischen, ist das... beginnt der Tag mit dem Abend und der Nacht? Das ist so ein bisschen wie die Henne und das Ei. Wenn wir am Morgen zuerst in den Himmel gucken würden, dann würden wir sagen, ja, der Tag beginnt und zählen bis nächsten Morgen. Wenn wir das Gleiche am Abend tun, ist es genau das Gleiche. Und wir stützen uns einfach auf den Satz, den ich eingangs zitiert habe. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und als wir zur Vollendung des ersten Tages kommen, heißt es, und es ward Abend und es ward Morgen ein Tag. Weil der Abend zuerst genannt wird, denn es ward ja erst Abend, dann Morgen und ein Tag. Das heißt, das ist der Beginn, der Anbeginn der Zählung. Mir war in meiner bisherigen Vorstellung nicht klar, dass das so eine Bedeutung hat.
so wie es im Alten Testament an dieser Stelle die Reihenfolge beinhaltet. Aber gut, gut zu wissen. Danke. Da auch gleich die Brücke, denn tatsächlich ist es auch in der islamischen Tradition so, man hat das so übernommen, könnte man sagen, dass auch die Tage mit dem Abend, mit dem Sonnenuntergang beginnen und man so die Tage eigentlich zählt. Also der Beginn des morgigen Mittwochs, quasi des morgigen Tages, hat jetzt schon, ist jetzt eingetreten, ja, nach der islamischen auch. Dankeschön. In christlichen Kreisen gab es das auch lange, ich weiß gar nicht, wann es verloren gegangen ist. Ich bin noch so aufgewachsen, es war bei uns ein strenges Regime zu Hause, dass ich am Sonntag nicht vor 18 Uhr Hausaufgaben machen durfte. Also es war ja Arbeit, weil dann der nächste Tag, also der Montag begann, am Abend des Sonntags. Und das habe ich von vielen gehört. Also irgendwie gab es so eine Tradition, aber ich glaube, die wird nicht mehr gelebt. Hat mich natürlich manchmal in Schwierigkeiten gebracht. Selbst verschuldet. Gut, dann würden wir jetzt zum christlichen Teil kommen. Ich gehe nochmal zurück auf unseren Titel, von der Finsternis ins Licht, also von der Finsternis dahin sich bewegen zu, also die Sehnsucht nach Licht ist sehr stark ausgeprägt, die Sehnsucht, und damit verbinden wir ja sowas wie die Suche nach Sinn, nach Klarheit, nach klarer Sicht, nach Aufklärung, nach lichten Momenten, gerade wenn es dunkel um uns herum ist, also wenn wir uns auch in schwierigen Zeiten befinden, wenn uns irgendwas bedrückt, dann ist die Sehnsucht nach Licht besonders groß. Und ich glaube, wenn man sich umguckt in der Welt der Religion, alle Religionen reagieren darauf, auf diesen Unterschied von hell und dunkel. Und alle binden das Helle zusammen mit dem Guten und das Dunkle mit dem Bösen oder mit dem Schmerz oder dem Schweren. Oft wird es genannt, in unseren Schriften zumindest, Licht und Finsternis. Das Licht gehört dann zu Gott und die Finsternis wird zum Gegenspieler. Das ist so ähnlich, wie wir es gerade auch gehört haben, beim Judentum nicht anders, im Christentum nicht anders, im Islam. Also der Gegenspieler des Lichtes von Gott ist die Finsternis, etwas, was den Blick auf Gott verstellt oder verunmöglicht. Es gibt Religionen, die beten direkt die Sonne an. Oder es gibt Menschen, die glauben an die Kraft und Macht der Sterne. Bei unseren drei Religionen ist es anders. Da ist die Sonne und die Sterne sind deutlich Gott untergeordnet. Gott bringt sie aus sich hervor. Also Gott schafft sie. Und so kann das Licht auch nur Symbol für Gott sein und nie Gott selbst. Wir sind ja in der gleichen Tradition zu Hause, insofern, dass wir zu unserer Bibel auch die Tora zählen. Und so ist es auch bei uns, dass für uns die Herleitung des Lichtes am ersten Schöpfungstag eine besondere Rolle spielt. Das Licht ist ein ganz besonderes Zeichen für Gott. Ich zitiere nochmal den Anfang der Schöpfung. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Sprechen und Tun ist für Israels Gott eins. Im Anfang war das Wort und das Wort war zugleich auch die Tat. Also in dem Moment, wo Gott es ausspricht, passiert es auch. Gott ruft das Licht und es ist da. Und wir hörten es schon, was da ist, ist nicht der Mond oder die Sonne. Das kommt erst am vierten Tag. Es ist das Licht, das in die Finsternis scheint und das von ihr nicht gelöscht werden kann, von keiner Finsternis. Das steht dahinter. Es ist das Licht, das von Gottes Sprechen ausgeht. Und solange Gott spricht, wird es nie wieder finster. Das ist ein Glaube, den wir teilen. Deshalb suchen wir auch immer das Gespräch mit Gott, indem wir beten, indem wir Gottesdienste feiern. Es ist das Licht, das Rabbi Susia, von dem wird es erzählt, in seiner finsteren Holzkammer in Verzückung versetzt und er sagt, wir schweben nicht unbemerkt und ungeliebt durch das schweigende Weltall. Nein. Gott spricht und dem Volk, das im Finstern wandelt, geht ein Licht auf. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag, so wie wir es gerade gehört haben. Gott sprach, es werde Licht. Fortan wird für die Menschen, insbesondere für Israel, immer wieder Gott derjenige sein, der Licht in die Finsternis bringt, an dem man sich wendet, wenn man Trost braucht oder Halt sucht. Für Christen wird Gott in besonderer Weise
durch Jesus zum Licht. Davon erzählen die Evangelien. Und diese Evangelien, Lukas, Matthäus, Johannes und Markus, das die Lebensgeschichten Jesus oder die Wirkungsgeschichten vielmehr, es sind ja keine Biografien, sind voll von Lichtmetaphern. Gott sprach, es werde Licht. Diesen ersten Satz der Bibel, den nimmt zum Beispiel der Evangelist Johannes auf und er schreibt, im Anfang war das Wort, Gott sprach. Johannes war der Überzeugung, Jesus sei nicht einfach aus dem Himmel gefallen, sondern er habe in einer langen Tradition gestanden. Genau genommen war er schon im Ursprung, im Anfang da. Wer Jesus Geschichte erzählen möchte, muss dort beginnen. Dort ganz am Anfang, als Gott Himmel und Erde schuf und dazu das lebensspendende, schöpferische Wort von ihm ausgegangen ist. Im Anfang war das Wort. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Mit diesem Sprechen war es da. Sein Wort wurde Tat. Sprechen und Tun sind bei Gott eins. Und dann wurde das Wort Schrift. Denn Israel schrieb Gottes Worte und Taten auf. Alles, was sie mit ihm erlebt haben. Immer wieder kreist es auch da um die Suche nach Gott und dem Licht. Und aus dieser Lebensquelle schöpfte Jesus, der auch als Jude aufgewachsen ist und als Jude starb, als Jude lebte. Und alle, die von ihm berichten, waren auch Juden und schöpfen aus diesen Quellen. Und wer danach strebt, Jesus und das Christentum verstehen zu wollen, der muss auch aus diesen Quellen schöpfen, aus den Quellen des Judentums. Und darum bezieht sich sehr vieles, was wir kennen aus der christlichen Tradition, eben auch auf die Tora und auf die Propheten. Ich lese nochmal den Prolog, den Anfang des Johannesevangeliums. Dort wird versucht, diese Brücke zu schlagen. Vom ersten Schöpfungstag, von der Erschaffung des Lichts, hin zu der Geburt Jesu als ein neues Licht, das nochmal die Verbindung übers Licht zu Gott in neuer Weise schärft. Johannes schreibt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Es war von Gottes Art. Alle Dinge sind durch Gottes Wort gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes, Johannes der Täufer. Der kam zu dem Zeugnis, dass er von dem Licht zeugte, auf das sie alle durch ihn glaubten. Er selbst war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. So etwas mystisch beginnt Johannes sein Evangelium, seine Geschichte Jesu. Noch ist gar nicht klar, wer oder was dieses Licht ist. Ob es die Sonne oder der Mond oder das reine Licht selbst ist. Erst ein paar Sätze später lüftet sich zum ersten Mal das Geheimnis, wenn es dann weiter heißt, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit leuchten. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also dieser Sohn soll nun unser Licht sein, unser Symbol, das uns auf Gott verweist. Jesus, sein Wort und sein Leben werden das Licht sein, das uns zu Gott führt. Also in dieser mystischen Weise erzählt es Johannes und ganz anders klingt es bei Lukas und Matthäus, die auch von der Geburt sehr lichtreich erzählen, aber die das mehr weniger philosophisch, sondern mehr in Geschichten packen, die Weihnachtsgeschichten. Sie kennen das alle oder viele von Ihnen werden es gut kennen. Ich zitiere aus dem Beginn des Lukas-Evangeliums, auch noch vor der Geburt von Jesus. Da kommt zu Wort der Vater vom Johannes dem Täufer, Zacharias. Johannes ist inzwischen geboren, der später auf Jesus verweisen wird. So klang es ja eben schon an. Und er wird vom Geist erfüllt und betet und weissagt folgendermaßen. Gott hat mit uns Erbarmen. Wenn er kommt, wird es sein, wie wenn die Sonne aufgeht. Er wird leuchten für uns, die wir in des Todes tiefen Schatten sitzen, und er lenkt uns auf den Weg des Friedens. Und so geht es dann in der Weihnachtsgeschichte ja weiter.
Es gibt immer wieder Lichtmetaphern. Es gibt den Stern von Bethlehem, den die Menschen folgen, der ihnen zeigt, dass diese Geburt was Besonderes ist. Es gibt das helle Licht rund um die Engel, die den Hirten erscheinen und denen die Weihnachtsgeschichte verkünden. Und es gibt immer wieder den Verweis auf die Propheten, die natürlich auch immer wieder davon sprechen, dass Gottes Licht ist. Und die Menschen, die damals dabei waren, die ersten, die Jesus gefolgt sind und die seine Geschichten aufgeschrieben haben, die haben dann die Propheten rückwirkend gedeutet auf Jesu Geburt. Und so erklingt dann auch Weihnachten zum Beispiel der Prophet Jesaja in den Kirchen, der da sagt, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Also dieses Licht wird dann übertragen auf Jesus und sein Leben. Und von da an leuchtet es sehr viel in Jesu Leben, in all seinen Stationen. Er leuchtet besonders für viele, die damals machtlos waren, die am Rand der Gesellschaft lebten, die Entrechteten und die Armen, weil er sich ihnen in besonderer Weise zuwendet. Er bringt Licht in ihr Leben durch sein Wort, durch Heilung, durch Wunder, durch seine Mahlgemeinschaften. Und er fasst es so zusammen, dass er an einer Stelle sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis sein. Und so geht es weiter. Vom Stern seiner Geburt, durch das Auf und Ab des Lebens, durch tiefste Täler und Dunkelheiten, sein Sterben und sein Tod, bis hin zum Licht am Ostermorgen, seine Auferstehung. Und auch danach geht es noch weiter, für uns. Es wird dann berichtet, dass nach Jesu Himmelfahrt der Geist vom Himmel herabkommt und wie Feuerflammen sich senkt in die Herzen und Seelen seiner Anhänger, seiner Freundinnen und Freunde. Das Pfingstgeschehen. Und dann heißt es auch von denen, die Jesus nachfolgen, ihr seid das Licht der Welt. Also ihr könnt seine Botschaft weitertragen und auch so Licht in das Leben der Menschen bringen und dafür sorgen, dass es da, wo es gerade schwer ist für die Menschen, dass es da besser wird, dass man ihnen zur Seite steht, dass man unterstützend ist und auf diese Weise zu Trägern des Lichts werden. Wir wissen, dass das Leben nun nicht nur Licht bereithält, sondern auch Dunkelheit. Und dass es, jeder kennt es aus seiner Erfahrung. Es gibt neben dem Tag gibt es die Nacht und neben den schönen Momenten gibt es die schweren Zeiten, die sich dunkel anfühlen. Auch da ist es so, dass es in der Bibel eine Fülle von Möglichkeiten gibt, sich da Hilfe zu suchen. Also sind zum Beispiel Gebete, die wirklich auch getränkt sind von Lebenserfahrung, von ganz, ganz schweren Lebensmomenten. Insbesondere stechen da hervor die Psalmen. Und deshalb findet man gerade auch in den Psalmen unendlich viele Beschreibungen, die diese Metapher aufnehmen, dass man, wenn man sich im Finsteren bewegt, dem Licht zustrebt oder dass es da wichtig ist, sich an Gott zu wenden, um so wieder Helligkeit in sein Leben zu lassen. Ich zitiere nur ein paar Psalmen. Vieles es ist auch eingegangen in Lieder, in Texte, in Gebete, in Musikwerke und es kommt Ihnen vielleicht bekannt vor. Im Psalm 4 heißt es, du Gott, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Oder im Psalm 27, der Herr Gott ist mein Licht und mein Heil. In deinem Lichte sehen wir das Licht. Oder im Psalm 43 ruft der Psalmbeter, sende du Gott dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Und im Psalm 119 heißt es, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Immer wieder geht es darum, dass das Licht, also dass das Licht verknüpft wird mit Gott und mit dem Guten und dass es neue Hoffnung machen soll. Und darum wird es auch verknüpft mit dem, was wir erleben, mit Tag und Nacht. So wie auf jede Nacht der Tag folgt, gibt es die Hoffnung, dass Gott uns durchträgt durch Finsternisse und Dunkelheiten und uns einen Platz im Licht bereithält. Es gibt natürlich auch Geschichten, die voller Licht sind. Die Verklärung Jesu zum Beispiel oder auch Geschichten, die Mut machen. Es gibt die Möglichkeit, sich im Gebet an Gott zu wenden und mit seinen eigenen Worten versuchen, die Verbindung zum Licht herzustellen oder vor einer Kerze zu meditieren. Auf jeden Fall ist es so, dass das, was wir gehört haben vom Judentum und jetzt vom Christentum, dann wahrscheinlich ähnlich vom Islam, nehme ich an,
dass es so ist, dass in den Heiligen Schriften ein großer Bogen geschlagen wird vom Licht zum Licht, vom Licht des Anfangs zum Licht des Endes, also am Ende der Zeiten dann. Und damit komme ich auch zum Schluss meines Beitrages. Das Licht kommt von Gott ganz am Anfang. Und es kommt aber auch für jeden neuen Anfang, also mit jeder Geburt, für jeden Menschen, der geboren wird, so ist es auch jüdische Tradition, wird gesagt, dass ein Stück vom Licht des Anfangs mit dabei ist, das uns klar macht, woher wir kommen und dass die Sehnsucht wach hält, dass wir wieder dahin streben zu diesem Licht des Anfangs. Ein göttlicher Funken, der in jeden Menschen gelegt ist. Und zugleich gibt es daneben weiter, das ist unsere Lebenserfahrung, das Dunkel. Auch das ist in jedem und jeder von uns angelegt. In jedem gibt es Schattenseiten und wir erleben helle und dunkle Zeiten. Und über das Licht wollen Menschen nun mit Gott in Verbindung treten, wollen das Dunkle einhegen und das Helle in uns und der Welt nähren und stärken. Und hoffen, dass ganz am Ende, dass wir dann wieder vereint sind mit Gott und dem Licht. Und so endet auch das Neue Testament. Ein hoffnungsvoller Ausblick auf die Vereinigung im Licht. Es ist das letzte Buch der Bibel, daraus auch das letzte Zitat, die Offenbarung des Johannes. Im letzten Kapitel heißt es, also es geht da um die Beschreibung der Endzeit, des Himmels, des himmlischen Jerusalems. Und dann heißt es weiter: Und Gott zeigte mir einen Strom des lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht vom Thron Gottes und des Lammes. Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie werden nicht bedürfen einer Leuchte oder des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich, Jesus, habe gesandt, meinen Engel, solches euch zu bezeugen für die Gemeinden und die Menschen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids. Ich bin der helle Morgenstern. Vom Licht zum Licht. Und so endet es dann. Danke. Gibt es dazu direkte Rückfragen? Wenn es nicht der Fall ist, dann gehen wir direkt zum Islam. Ja, also nach all dem Gesagten ist es im Islam eigentlich so, dass wir tatsächlich, komme ich gleich mit etwas, worauf meine jüdischen und meine christlichen Geschwister durchaus neidisch sein können. Denn es ist so, dass wir in unserer Heiligen Schrift wird nicht nur viel über Licht gesprochen und Dunkelheit eigentlich im ähnlichen Kontext, was schon gesagt wurde. Aber darüber hinaus haben wir im Heiligen Koran auch noch einen ganzen Kapitel, nämlich eine Sure, die nennt sich das Licht, ja? Nämlich die 24. Sure. Und darin wiederum findet sich ein Vers, der 35. Vers, und dieser Vers ist bekannt als der sogenannte Lichtvers. Darauf kann man neidisch sein. Absolut. wenn es um das Thema Licht geht. Mhm. Also ich werde gleich nochmal auf den eigentlichen Vers zu sprechen kommen, was der beinhaltet. Aber darüber hinaus nochmal kurz versuchen zu beleuchten, außerhalb des Koranischen, also im des koranischen Kontextes, finden wir auch natürlich das Thema Licht. In unseren Ritualen eher weniger, würde ich sagen. Also es findet sich unsere Rituale, insbesondere das Hauptgebet zum Beispiel, das sogenannte das Salah, das fünfmal tägliche Gebet, orientiert sich aber an dem Licht wiederum, an die Sonne. Ja? Denn es ist abhängig von den jeweiligen Zeiten, die durch das Licht der Sonne natürlich uns diese jeweiligen Zeitabschnitte vorgeben. Darüber hinaus finden wir aber auch anderweitigen Ritualen. Es gibt mittlerweile auch in vielen Festen, hat sich auch das Thema Licht wiederum etabliert. So sind viele Festtage auch Tage der Erleuchtung oder des Lichtes. Ja? Kandil zum Beispiel im Türkischen, eine Leuchte. Das sind wiederum für uns so Zeitabschnitte,
Also diese Festtage sind bestimmte Festtage oder Nächte in erster Linie, Zeitabschnitte, die Gott gesegnet hat und uns als Möglichkeit dargeboten hat, die besonders segensreich einfach sind und die uns wiederum nochmal, wie jedes Licht, eine gewisse Orientierung geben im Leben. Ja? Licht ist immer auch Orientierung, Licht ist immer ein Weg, der uns dargeboten wird. Das finden wir so auch, würde ich sagen, in unserer islamischen eher Kultur und Tradition wieder. Das hat sich dort eher manifestiert. Fernab dessen finden wir auch in der, wie Sie vielleicht wissen, also die zwei Hauptquellen des Korans, des Islams, ist einmal der Koran, die Heilige Schrift, und darüber hinaus die Sunna. Und diese Sunna ist quasi die Tradition. Die nährt sich aus den Aussagen und den Handlungsweisen des Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, a.s., der für uns Menschen, also für uns Gläubige, Musliminnen und Muslime, auch ein Licht ist. Ja? Und dieses Lichtsein, ein Vorbild sein, ein Leuchter sein, ein Wegweiser sein des Propheten, finden wir auch wiederum im Koran an einer Stelle, nämlich da, wo es heißt, in der 33. Sure, Vers 45, O Prophet, wir haben dich gesandt als Zeugen, als Verkünder froher Botschaft und als Warner und als einen, der zu Gott mit seiner Erlaubnis ruft und als eine lichtspendende Leuchte. Ja? Er ist eine lichtspendende Leuchte für uns. Wir finden auch in der Tradition, wiederum in Überlieferungen, die Vorstellung, dass wir glauben daran, dass Adam der erste Mensch ist, der erschaffen wurde, Thema Schöpfungsgeschichte. Jedoch finden wir in der Tradition, nicht im Koran, wieder, dass vor der Erschaffung Adams schon das Licht Mohammeds, Nur Muhammadi sagt man, dass das schon erschaffen war von Gott. Sodass Adam, als er erschaffen wurde, das erste, was er sah, war das Licht Mohammeds im Himmel. Und das finden wir auch wieder in unserer Tradition. Also insofern ist der Prophet für uns eine besondere natürlich Lichtquelle, ein Wegweiser in unserem Leben und nährt die islamische Tradition. So, jetzt darauf aufbauend möchte ich an der Stelle einmal auf diesen Lichtvers kommen, den wir in der Sure des Lichts wiederfinden. Ich rezitiere ihn einmal kurz auf Arabisch, sodass Sie es auch mal gehört haben im Original. Und zwar heißt es da so: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nuru samawati wal ard. مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة ولا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Das war das Arabische. Und was sagt uns dieser Lichtvers aus im Deutschen? Die Bedeutung ist wie folgt: Gott ist das Licht der Himmel und der Erde. Das Gleichnis seines Lichts ist wie eine Nische, in der eine Lampe ist. Die Lampe ist in einem Kristall. Und der Kristall scheint, als sei er ein perlengleicher, funkelnder Stern, angezündet vom Öl eines gesegneten Baumes, weder vom Osten noch vom Westen. Das Öl strahlt fast schon von selbst Licht aus, ohne dass Feuer es berührt. Licht über Licht,
Gott leitet zu seinem Licht, wen er will. Und Gott prägt Gleichnisse für die Menschen. Gott weiß wohl, sehr wohl um alle Dinge. Zitat Ende. Diesen Lichtvers muss man erst einmal so ein bisschen sacken lassen. Also tatsächlich haben sich über diesen Vers die Gelehrten über die Jahrhunderte, über die 1400 Jahre muslimischer Gelehrsamkeit, wirklich den Kopf zerbrochen, kann man sagen. So findet man, warum den Kopf gebrochen, denn es ist ein Vers, der mutashabih ist, also ein Vers, der nicht eindeutig ist, sondern ein mehrdeutiger Vers, in dem ein Gleichnis steckt, was ja schon hier genannt ist, und eine Allegorie. Ja? Und das kann man dann natürlich in die verschiedensten Richtungen interpretieren und deuten. Und das haben viele Gelehrte gemacht, aber gleichzeitig eben nie wirklich was Eindeutiges. Aber ich versuche jetzt hier nochmal kurz zusammenzufassen, was sich aus diesen Erläuterungen sich herauskristallisiert hat. Nämlich, gleich zu Anfang, Gott ist das Licht der Himmel und der Erde. Hat man gesagt, soll man nicht so verstehen, das ist wichtig, dass Gott Licht ist. Ja? Sondern, denn das Wesen Gottes, so heißt es an anderer Stelle, er gleicht nichts, also in ihm ist nichts gleich. Dementsprechend bedeutet hier, dass Gott das Licht ist, oder Gott ist das Licht der Himmel und der Erde, vielmehr gemeint ist damit seine Rechtleitung oder die von ihm geschaffene Ordnung von Himmel und Erde, Thema Ordnung war schon mal, oder auch seine Fürsorge. Ja? Das heißt, er ist der, man könnte sagen, Nur hier im Sinne von El-Munawwir, er ist der Erleuchter, der Lichtspendende, der spendet Licht für den Himmel und der Erde. Ja? Das zum einen. Dann folgt sogleich eben das Gleichnis. Das Gleichnis seines Lichts ist wie eine Nische, in der eine Lampe ist und die Lampe ist in einem Kristall. Der Kristall scheint, als sähe er ein perlengleicher funkelnder Stern. Und hier wiederum dieses Gleichnis wird gleichgesetzt unter anderem entweder zum einen mit der Rechtleitung Gottes, ja, mit der Rechtleitung Gottes, oder zum anderen ist diese Nische, wird gedeutet als das Herz des Menschen. Das Herz des Menschen. Und je nachdem, wie man das grammatikalisch nämlich liest. Und in diesem Sinne ist das Herz, also das metaphorische Herz, nämlich der Ort, in dem sich der Glaube an Gott manifestiert. Ja? Gott mit all seinen Attributen und auch einem seiner Namen, Nur, manifestiert sich, findet nirgendwo Platz. Gott ist so groß, dass er nirgendwo Platz findet, aber an einem Ort schon, nämlich im Herzen des Gläubigen. Insofern ist dieses Herz eben diese Nische und aufbauend darauf, das Licht wiederum wird gedeutet, du hast auch schon angedeutet, nämlich in der Halacha, das Pendant zu der jüdischen Halacha, der Rechtslehre, ist im Islam die sogenannte Scharia. Ja? Insofern wird eben dieses Licht, also ein Wegweiser für den Gläubigen, gedeutet als die Scharia und der Koran an sich, die Heilige Schrift. In erster Linie darauf aufbauend die Scharia, die sich daraus entwickelt hat. Und dann ist eben genannt diese Shajaratin Mubarakatin Zaytuna, angezündet von einem Öl eines gesegneten Baumes. Ja, und dieser gesegnete Baum, der ein Ölbaum, ein Olivenbaum auch sein könnte, ist verortet weder im Osten noch im Westen. Ja? Und dann wird das wiederum gedeutet von den Gelehrten als ein Baum des Paradieses, unter anderem. Entweder ist es ein Baum des Paradieses, von dem den wir noch nicht gesehen haben, oder es ist ein Baum auf einer Anhöhe zu verstehen, der nicht
der nicht nur von Osten oder von Westen Licht erfährt oder dem Licht gespendet wird, sondern der auf einer Anhöhe steht und der von allen Seiten Licht erfährt. Ja? Und somit genau, ist dieser Baum eben gedeutet. Und dann folgt eben das, auch wieder dieser schöne Satz, Nurun ala Nur, Licht über Licht. Dieses Licht über Licht wiederum deutet hin für viele eben auch Gelehrten als das Licht Mohammeds, des Propheten. Ja? Genau. Dabei belasse ich es erstmal mit Blick auf die Zeit und wir können gerne nochmal ins Gespräch kommen diesbezüglich. Vielen Dank. Gibt es dazu direkte Rückfragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann können Sie jetzt jede Art von Frage stellen. Nicht nur Rückfragen oder auch Gedanken, Kommentare in den Ring werfen. Solange Sie noch überlegen, kann ich natürlich gleich einwerfen. Das kommt mir natürlich alles ganz bekannt vor, weil die Grundideen finde ich grundjüdisch. Und das liegt nicht nur daran, dass mir als erstes, wenn ich höre, dass im Arabischen Nur das Licht ist, dass es im Hebräischen Ner heißt. Und das ist nicht zufällig so gleich, sondern nur die Vokale ändern sich. Das sind vokalfreie Sprachen in der Schrift. Und dadurch haben die Konsonanten mehr Bedeutung. Und wenn die gleich sind, dann deutet es darauf hin, dass es die gleiche Wortwurzel ist und auf gute Nachbarschaft. Wir haben hier in dem Lichtvers haben wir die gleiche Grundidee, die ich daraus höre, im Lichtgleichnis zum einen, dass Gott nicht aus Licht ist, aber wie Licht verglichen wird, denn bestimmt hat jeder von Ihnen schon die Geschichte gelesen oder gehört von Moses und dem brennenden Dornbusch. Und das ist ja auch das Gleichnis, wie präsentiert sich Gott Moses in dem brennenden Busch. Das liegt ja nicht an dem armen Busch, sondern das liegt daran, dass er sich nicht körperlich präsentiert und dass das Feuer, das Licht, die Bedeutung hat, dass es, dass Gott eben auch wie dieses Licht ist. Er ist nicht fassbar, er ist unzerstörbar, er ist nicht größendefiniert. Also wir brauchen uns gar keine Vorstellung erst machen, weshalb wir uns ja auch kein Bild machen. Und deshalb benutzt er dieses Feuer, deshalb gibt es diese Metapher für das Feuer. Und jetzt müssen wir wieder Rücksprung an die Schöpfungsgeschichte kommen, nämlich in die ersten 7 Tage. Und müssen daran denken, wie wurde der erste Mensch erschaffen, nämlich, dass Gott ihm die Seele eingehaucht hat. Und was ist eine Seele? Das ist nun wirklich schwer in Worte zu fassen, denn wir haben noch keine angefasst, noch keine gesehen, noch keine. Und das sehe ich hier, dass hier eine Gleichheit besteht oder eine Ideengleichheit zwischen eben Herz und Seele. Wir haben alle eben dieses Göttliche in uns, weil Gott uns ja eine Seele gegeben hat, ja, und wir sind ja im Ebenbild Gottes, das heißt, dieses Stück göttlicher Funke, da ist auch wieder dieses Licht etwas drin, haben wir als Seele erhalten und damit haben wir eben auch dieses Licht in uns wieder. Hier diese Metapher für Licht, so wie wir uns, so wie Gott sich Moses präsentiert hat, das ist auch in uns. Und das sehe ich, das war jetzt eine etwas komplizierte Herleitung, ich gebe es zu, aber das sehe ich in diesem Lichtvers auch wieder, wo es als Herz benannt wird. Aber die Idee, die Grundidee, sehe ich vergleichbar. Okay, mir sind gerade einige Gedanken gekommen. Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Und wo wir jetzt schon über verwandte Worte gesprochen hatten, über die Schöpfung, über das Licht und vor allem das Herz als eine Art, ich benenne es mal in meinen eigenen Worten, ein Wohnort für eine Präsenz des Schöpfers, musste ich denken an das Wort Sakina im Islamischen und Shekhina. Und das sind einfach sehr spannende Parallelen, die ich in den Schriften dann jeweils sehe, wie diese Worte verwendet werden. Und manchmal wird das, wenn man rein aus der islamischen oder rein aus der jüdischen Perspektive liest, diese Parallele manchmal nicht ganz klar, wie spannend das eigentlich ist, finde ich.
das Herz als ein, ja, ein Gefäß, wenn man so möchte, ein Ort, wo der Schöpfer innewohnen kann. Und es ist eine Berührungsstelle zwischen vielleicht dem Höchsten, was wir uns vorstellen können, mit dem Simpelsten, was wir uns vorstellen können. Zwar ist das Herz, ja, hier auch spirituell gemeint, aber wenn man so will, es ist das Manifestierte, es ist die Schöpfung. Und es ist jetzt nicht unbedingt eine Frage, sondern eher einfach so ein paar Gedanken, die ich hatte. Und eine Parallele, die jetzt nochmal so richtig schön gefestigt wurde durch diesen schönen Vortrag. Vielen Dank. Ja, danke. Also auch vielleicht an, das regt mich jetzt wieder auch zu dem Gedanken an, Sakina, ich meine, im Koran heißt es ja auch an der einen Stelle, nur durch das Gedenken Gottes findet das Herz tatsächlich Ruhe, also Sakina. Das heißt, das Gedenken Gottes, was wir alle auch gleich haben, und der Glaube, den wir alle mit uns tragen, ist immer auch ein, für uns glaube ich, auch ein sogenannter eben Ruhepol. Ja, also, und der wird aber natürlich immer unterschiedlich eben von uns natürlich begangen. Aber wichtig ist, glaube ich, je aufrichtiger und je tiefer man auch in seinem Glauben verwurzelt ist oder auch Standfestigkeit erfährt, ja, damit muss eigentlich auch einhergehen, dass man eine gewisse auch Ruhe hat im Herzen, glaube ich, oder? Also, das finde ich auch nochmal spannend in dem Kontext. Was war das im Jüdischen? Schachina. Schachina. Ja, die Anwesenheit Gottes. Okay. Ja. Vielen Dank. Ich musste auch an das House of One denken, und zwar an das Lichtkonzept, was Sie auch hinten haben. Und vielleicht wollen Sie da noch mal kurz eingehen, wie es auch architektonisch gedacht worden ist. Kann man das hier sehen? So ein bisschen, glaube ich, auf dem linken Bild vielleicht. Also das ist wirklich ein interessantes Lichtkonzept. Also wir, das entsteht ja ein Sakralgebäude oder ein Gebäude fürs Gebet, was es so noch nicht gibt. Das, also was in den was die Tradition ja übersteigt, die Einzelnen haben, die Juden, die Christen und die Muslime. Und was aber den Architekten von Anfang an klar war, ist, dass das Licht dabei eine zentrale Rolle spielt. Also sie haben das aufgegriffen aus den Vorgesprächen und auch aus der Ausschreibung geht es hervor, dass das Licht für so ein Gebäude, wo es darum geht, die Verbindung zu Gott herzustellen, eine ganz zentrale Rolle spielt. Und zwar für alle drei Religionen. Und so ist es auch jetzt in den Entwurf eingeflossen. Ich zeige das mal hier, vielleicht können Sie es sehen. Hier sieht man ja diesen Querschnitt. Und der zeigt, dass in allen Räumen, in allen Gebetsräumen das Licht von oben kommt. Also hier, das ist die Moschee und das Licht kommt von oben, nur von oben. Es gibt keine Fenster an den Seiten. Also es ist keine Ablenkung dadurch, dass man sozusagen durch die Fenster in die Stadt guckt, sondern es ist direkt die Verbindung sozusagen zum Himmel und zum Licht. Und hier ist es auch so, in der Synagoge, das ist die Synagoge, da kommt das Licht auch von oben. In der Kirche ist es genauso, die ist dahinter, sieht man es auch nicht, auch da nur das Licht von oben. Also es gibt in keinem dieser Räume Fenster, immer kommt das Licht von oben. Und selbst im Zentralraum, da gibt es zwar so einen kleinen Schlitz an der Seite, aber das Hauptlicht kommt auch von oben. Das ist hier der Zentralraum und es wird hier in so einer Kugel gesammelt, sozusagen die Kugel, so war die Idee, ob sich das technisch umsetzen lässt, sammelt das Licht ein und führt es nach unten. Also auch in diesem vierten gemeinsam im Lehrraum ist es da, aber da ist es halt, und das finde ich, es spricht auch für sich, indirekt. Also hier in den Gebetsräumen gibt es die direkte Verbindung und in dem vierten Raum, wo es mehr um die Lehre und den Austausch geht, ist es indirekt über diese Kugel. Also Sie sehen schon, das Licht spielt da in allen Varianten eine große Rolle. Und wie es dann auch geführt wird im Gebäude und so. Also wie es dann am Ende zu erleben ist, wir sind sehr gespannt. Ja? Also eine der Ideen war ja auch, glaube ich, oder ich weiß nicht, inwieweit das umgesetzt werden kann, aber dass durch das von oben herab scheinende Licht in der Moschee, dass man anhand des Schattens auch die jeweiligen Gebetszeiten ablesen kann. Weil früher hat man sich immer auch an dem Schatten orientiert. Und ich hoffe, dass das auch so umgesetzt wird. Das wäre natürlich wunderbar. Genau. Wir haben ja auch alle drei diese
Bedeutung, dass die Sakralbauten gerne nach Osten ausgerichtet werden. Also im Interieur drückt sich das so aus, dass eben im Judentum der Toraschrank mit der Torarolle Richtung Osten steht. Das heißt, wenn Muslime in die Synagoge kommen, wissen sie sofort, in welche Richtung sie beten müssen. Das ist ganz gesichert, dass es immer Osten ist, in dem der Toraschrank steht. Und dass auch die Kirchen nach Osten hin ausgerichtet sind. Man sagt oft so, Richtung Jerusalem, was natürlich nicht ganz naheliegend ist, denn wenn ich mal ganz nach Osten gucke, ist nicht Jerusalem. Das heißt, Jerusalem steht nur für die Idee, wo die Lehre herkommt, also die Lehre mit H, wo der Ort ist, von dem das Licht ausgeht. Und das uns mit Glauben erfüllt, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, ne? wenn wir das Licht aufgehen sehen, dass es eben mehr als das Licht an sich bedeutet, sondern was uns erleuchtet, was uns ausfüllt. Ich will noch ergänzen dazu, also bei der Vorbereitung zu dem heutigen Tag habe ich auch, weil das so schön passte, habe ich gemerkt, dass tatsächlich anschließend an diesen Lichtvers, im gleichen folgenden Vers, nämlich die Rede davon ist, von dem Licht, das in Häusern ist, für die Gott erlaubt hat, dass sie errichtet werden und dass darin sein Name genannt werde und am Morgen und am Abend. Ja? Also Häuser, in denen sein Name gepriesen wird, morgens und abends, stehen in Verbindung mit diesem göttlichen Licht. Und das passt auch wunderbar, glaube ich, zum House of One, daran habe ich gleich gedacht. Insofern ja, hoffen wir auch, dass es tatsächlich ein Haus ist. Und das ist ja nicht nur dieses Haus, sondern generell Synagoge, Kirche oder Moschee, jegliche Sakralräume sind immer auch so gewisse, für uns Menschen, Gläubige, auch immer gewisse Leuchttürme, Türme vielleicht in unserer Gesellschaft, Orte, an die man sich wieder, ja, die man betritt und wo man wieder ein bisschen zu sich kommt, Ruhe findet und wieder, ja, die uns unsere Wege weisen quasi. Und in der Hoffnung bauen wir auch das House of One, dass es auch eine Art Leuchtturm wird in unserer Stadt. Das war ein schönes Abschlusswort, oder? Nein, gerne noch andere. Wenn jetzt noch Fragen sind, wollen wir es nicht abwürgen, aber ansonsten, ja. Dann muss ich aber noch den kleinen Werbeblock loslassen, wenn wir jetzt schon am Ende sind. Wir treffen uns ja immer am dritten Dienstag im Monat, so auch am 21. März wieder um 18.30 Uhr hier im Schleiermacherhaus. Und dann ist das Thema Gott, der Allerbarmer, Amazing Grace, wie weit reicht Gottes Gnade? Also es geht um den Zentralbegriff der Gnade in den drei Religionen. Das ist am 21. März, 18.30 Uhr. Und in der gleichen Woche, am Donnerstag, gibt es nochmal ein inhaltliches Thema von uns, von House of One-Seite, nämlich am Donnerstag, den 23.03., außer der Reihe ist es, um 18 Uhr. Da geht es um den Tod in den Religionen, also wie man sich damit auseinandersetzt, was man dazu sagt, was es für Traditionen gibt. Tod in den Religionen am 23.03., Donnerstag, dann in der Marienkirche. Da wird Rabbiner Nachhamer sprechen über den Prager Bilderzyklus. Können Sie vielleicht noch mehr dazu sagen, was sich dahinter verbirgt? Ich werde reden über das Totentanzfresko, was ja da jetzt sehr schön zu sehen ist im Eingangsbereich der Marienkirche, das mittelalterliche Totentanzfresko, was auch voller christlicher Theologie steckt. Und Imam Sanchi wird sprechen über die Haltung des Gelehrten Nursi zum Tod, der an diesem Tag, am 23.03. Geburtstag hat oder Todestag? Geburtstag, glaube ich. Bin ich mir auch nicht so sicher. Was verbirgt sich hinter dem Prager Bilderzyklus? Der Prager Bilderzyklus wurde tatsächlich erstmals, soweit ich weiß, wir haben ja verschiedene Momente der Tora, von denen wir wissen, wie wir eine Beerdigung zum Beispiel vonstatten geht, weil wir Bezug nehmen auf unsere Vorfahren, wie es dort geschrieben steht, wie es gemacht wurde. Und der Prager Bilderzyklus hat erstmals tatsächlich verbildlicht aufgenommen, wie wir mit dem Tod umzugehen haben. Also es ist ein kleines Regelwerk.
In diesem Sinne, dazu sind Sie herzlich eingeladen zu beiden Veranstaltungen. Danke, dass Sie heute hier waren, dass Sie hier waren und ja, einen schönen, gesegneten Nachhauseweg. Ja. Vielen Dank.